Über den eigentümlichen Zwang, auf ihre eingebildeten Fragen laut zu antworten. Wollte die real neben ihm sitzende, nach wie vor verstummte Marlene nichts davon merken lassen. Ihm war, als stritt er mit einem Gespenst. Es gab keine anderen Gäste. Joe hatte ihn entweder von vornherein angelogen oder alle anderen wieder ausgeladen, nachdem er versprochen hatte, Marlene mitzubringen. Erst standen sie lange in dieser Chromküche herum, die ihn an die Sterilisierstation in einem Krankenhaus erinnerte, schauten mit Sektkelchen in der Hand Joe beim Gemüsehacken, Fleischschnetzeln mit seinem japanischen Supermesser zu. Hörten sie Vorträge an über die Verwendung bestimmter Öle, verschiedener Dünst- und Brattechniken. Er begriff sofort, was Joe mit seiner Kochshow bezweckte. Sein artistisches Imponiergehabe mit Wok und Schneebesen ließ keinen Zweifel zu. Und es war ausschließlich für sie bestimmt. Auch Sätze wie die Schärfe der Klinge, die Führung des Schnitts, die Schnelligkeit der Verarbeitung sind maßgeblich für das Aroma verantwortlich. Er war verblüfft, dass sein Star-Coach es offenkundig nötig hatte, sich als Meisterkoch in Szene zu setzen, um eine Komponistin für elektronische Musik zu beeindrucken. Schon da war ihm klar, dass die Einladung im Grunde allein ihr gegolten hatte, eher nur das lästige Anhängsel darstellte. Aber sie ließ Joe von Anfang an gründlich abblitzen, wich seinen Blick aus, der sie ständig zu fesseln versuchte, betrachtete stattdessen skeptisch die Decke, den Boden, die Chromflächen der Profiküche. Während dieses ganzen Auftritts als Künstler am Herd wandte sich Joe kein einziges Mal an ihn, so sehr wiederum er sich bemühte, dessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es war eine einzige Posse. Ease that coffin, but it's on the
busy.